Herzöf! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Little Nightmares. Und ja, wir hören den messerschärfenden Messerschärfer-Dude. Ich bin, glaube ich, irgendwie ein Stück zurückgeworfen worden, kann das sein? Ja, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass wir hier schon mal gewesen sind. Oh, 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 oh. Okay. Nein? Alter, ist der eklig, oder? Der ist wirklich eklig. Ich mag den nicht. Der ist so bäh. Und guck mal. Ich habe mir einen coolen, eine coole Sackboy-Mütze aufgesetzt. Die gab es irgendwie bei den DLCs oder so. Die habe ich mir jetzt mal ganz frech gegönnt. Ach, ekelhaft. Nix los, nix los. Na, wir müssen, wenn er schneidet. Wenn er schneidet, müssen wir ran. Ah ja, hol dir mal eine Wurst. Ach nee, genau, er holt sich jetzt eine Wurst. Die Wurst muss ins Wasser. So. Schöne Brühwurst. Lecker, lecker, schön, lecker, lecker. Was ist mit ihm? Wie viele Würste willst du noch da reintun? Mich nicht gesehen. Kannst ja gar nichts sehen. Bist ja voll der Dorian. Ha! Ich war viel zu schlau und viel zu schnell. Weil ich einfach ziemlich krass bin. Wo hat er überall Würstchen? Ist der noch irgendwas anderes? Okay, dann hauen wir mal schnell ab hier. Wo ist der andere kleine Mann hingerannt? Guck mal, ich habe doch da eigentlich auch diese Kerze angezündet. Naja, jetzt sind wir wieder da, wo wir beim letzten Mal waren. 2 Minuten, ist ja kein Problem. Aber nochmal ein kleines Recap. Keiner weiß, wo ich bin, denn ich bin super schlau und cool. Ich laufe hier oben lang, das ist gefährlich. Okay, nee, hier komme ich gar nicht weiter. Ich meine, guck mal, der hat ja so viel Fisch und so. Warum macht er immer nur komische Würstchen? Was ist mit dem nicht in Ordnung? Das hat er gehört. Er sieht irgendwie traurig aus, oder? Ey, das gibt's doch nicht. Was ist mit der Steuerung los? Da war doch jetzt eindeutig irgendwie fake. Oder hat er mich da runtergepustet? Okay, weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Wir laufen hier. Ja, das wird so gut. So, ich laufe jetzt genau hier auf den mittleren Strich, damit es auch... Aber noch hat er gar nichts gesehen. Guck mal, da unten steht immer noch der kleine andere Wichtel. Aber warum geht er nicht zum Wichtel? Alter, hier sind überall die Fische drin. Wer lagert denn hier oben bitte? Oh, ich hinterfrag das nicht. Immerhin sind wir in anscheinend irgendeiner Art Albtraumland. Oh ja, Klopapier. Sehr gut. Der Albtraum ist vorbei. Mal da oben, da ist eine Kerze im Schuh. Jetzt hatten zwar Leute geschrieben, ja hier, Gnome umarmen und bla bla bla. Aber zum Beispiel habe ich ja allein die erste Puppe schon nicht kaputt gemacht. Das heißt, im Endeffekt, wenn es hier um 100% Run geht oder so,
dann habe ich eh ordentlich verkackert schon, ne? Und ich weiß nicht, bisher kann ich nicht sagen, ob das Sinn macht, die zum Armen und denen immer hinterher zu gehen und... Ich habe schon einiges verpasst jetzt. So, was ist hier? Ich höre Türen. Ich höre Geräusche. Ich verstecke mich. Hallo? Sowas mag ich ja super gerne. Ih, was ist das da oben? Irgendwas wabbelt da. Hä, wie kann er denn jetzt hier oben schlafen? Wie kann der denn jetzt hier oben schlafen? Der war doch gerade unten. Die sind zu zweit. Da hängt ein Schlüssel. Okay, kann es sein, dass ich da dran muss, um an den Schlüssel zu kommen? Au. Okay, ich bin noch nicht direkt gestorben. Ich höre schon wieder irgendwo so eine Tuba-Musik. Aber da komme ich so jetzt nicht dran. Okay, irgendwie muss ich... Oder muss ich den Koffer hier runterholen oder so? Hm. Das hat nicht so geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Huh, okay, okay. Ich dachte, es wäre nicht ganz... Oh, Toiletten. Und dann geht er dann gleich aufs Klo. Muss ich dem dann zusehen, wie der aufs Klo geht? Warum geht der kleine Wichtel da rein? Der zieht jetzt an dem Ding. Der ist echt eklig. Ich mag den jetzt schon gar nicht. Der geht jetzt bestimmt erstmal aufs Klo. Okay. Da kann ich mich an der Kante nicht festhalten. Damit. Komm schon. Okay. Jetzt ist die große Frage, wo ist er hin? Weil ich würde ungern mit ihm da auf... Na gut, nach dem Aufstehen muss man erstmal ordentlich aufs Klo. Kleine Wichtelmeister? Hä?
Alles gut. Ich habe damit gar nichts zu tun. Kann ich den kleinen Wichtelmann umarmen? Komm, kleiner Wichtelmann. Aber wo muss ich jetzt hin mit dem Schlüssel? Das war ein sehr, sehr weiter Weg. Hier ist gerade kein Wurstmacher unterwegs, oder? Doch, da hinten macht er Wurst. Ich will Wurst. Ich will Wurst. Ich weiß, das wollen wir alle. Das wollen wir alle, mein Freund. Och, Manno. Nee, jetzt steckt er mich in den Ofen, oder was? Alter! Was ist mit dem nicht in Ordnung? Gestörter Typ. Hä? Oh nö, muss ich jetzt extra nochmal oben den Schlüssel holen? Ah, nee, okay. Ich wollte schon sagen, das wäre echt ein bisschen too much. Na, wo ist er denn? Was macht er jetzt? Okay. Geh weg. Das ist die Frage aller Fragen. Jetzt da lang. Okay, easy. Easy. Hat er ins Essen genießt gerade? Voll unangenehm. Junge, Junge, Junge. Gut, wer aus der Küche was isst, ne? Der. Der ist mal so richtig selber schuld. Wurst. Wieso kann ich jetzt die Wurst nicht essen? Und gleich heißt es wieder, ich hab Hunger oder so. Da komme ich nicht dran. Da auch nicht. Okay, ich nehme die Wurst mal vorsichtshalber mit, oder? Nee, ich lasse sie hier liegen. Das ist einfach keine Wurst, mit der ich längerfristig was zu tun haben will. Auch da oben geht's lang. Ich meine, warum sind wir so klein und die anderen sind so groß? Und warum gibt es hier eine Wurstkette zum Schwingen? Und einen Essensaufzug. Oh! Ich wollte noch an der Wurstkette schwingen. Boah, das ist aber ein dickes Stück hier. Oh Gott, das kriege ich nicht mehr hier hoch. Das müssen wir irgendwie unten rausfallen lassen. Oder wir gehen einfach hier durch. Püppchen! Da ist ein Püppchen! Was ist hier? Warum ist das so interesting? Halt immer, ich frage mich immer, machen die sowas hier umsonst? Oder? Ich meine, es muss doch irgendeinen Grund haben. Obwohl, das machen die nur, damit man sieht, wie die Ratte das Ding da frisst, oder? Ratte frisst Wichtel, Ekelratte. Eigentlich sind Ratten ja gar nicht mal so unniedlich, ne? Die haben halt einen schlechten Ruf. Von nicht allzu langer Zeit haben die noch eine Seuche übertragen, so, ne?
eine ziemlich fiese, wo die Leute echt keinen Spaß dran hatten und deswegen haben die wohl immer noch so einen schlechten Ruf. Ah, guck mal da einer an. So, dann schieben wir das jetzt da drauf, vielleicht geht dann die Klappe kaputt. Mit Doppelschinken, hä? Und ordentlich Gewicht hier. Na komm. Echt jetzt? Oder ist das nur die kleine niedliche Verpackung von Backtracking? Guck mal, das kann ich jetzt gut. Ich habe letztens hier Profi-Gymnast gespielt. So kenne ich mich jetzt aus. Aber anscheinend passiert da nichts, oder? So, gehen wir mal hier in den Essensaufzug. Wobei, da ist noch ein Schinken hier. Oder? Kann ich den auch nehmen? Warum kann ich den nicht nehmen? Komm, jetzt muss doch die Klappe aufgehen hier. Der hier, der Frozen Schinken, der lässt sich hier nicht so einfach von mir in die Schranken weisen. So, guck mal hier, jetzt haben wir 3 Portionen, also wenn das mal nicht ausreicht. So, ach, da ist ein Fleischwolf. Okay, verstehe. Hallo, kleiner Fleischwolf, mach mir doch mal Speck. Yes. Alter, kommt da Wurst raus, Junge. Verstehe. 3 Dinger sind... Und wahrscheinlich müssen es 3 sein, damit die Wurst hier lang genug ist, wa? Ha! Ey, es ist... Ich weiß nicht, ob man Skill nennen kann, ne? Aber IQ. Wir nennen es 200 IQ. Guck mal, da ist wieder irgendwas in der Wand. Da kommt gleich was durch, oder? Ah, hier ist ein Schatten. Kalt ist es hier. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen einen Fahrstuhl. Oh, Bratensoße! Warum ist denn der so unangenehm? Guck mal, seine Ellenbogen, der obere Arm geht über seinen Ellenbogen drüber quasi. Hör auf, daran zu rappeln. Was macht der da? Oh, alter Käse. Jetzt steckt er den in die Hosentasche. Das ist total unhygienisch. Junge. Für wen kocht der hier? Und was kocht? Die Kinder? Ich meine, der hat mich vorhin in den Ofen gesteckt, der Eklige. Ciao. Kommt der mir jetzt hinterher? Kommt der wirklich, oder? Hier ist gar nichts los, Junge. Hier ist nichts los. Ich muss erstmal durchatmen, hä? Was futterst denn du? Beziehungsweise er zerhackt es nur. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder will er es jetzt mit Käse stopfen? Dann würde es Sinn machen. Hat er sich noch eine kleine Snackwurst zwischendurch gesnackt?
Nee, da liegt der Schlüssel auf dem Tisch. Na super. Ih, das ist nur eine Maske. Darunter ist irgendwas anderes. Oh, voll unangenehm. Hol dir mal da hinten doch noch so ein Brühwürstchen. Das wäre doch mal was. Der trägt die Maske von irgendwem anders. Finde ich nicht schön. Mist. Ich war gerade da reinflutschen, ey. Der steckt sich da immer was in die Taschen. Boah, das ist echt eklig. Da steckt noch irgendwer drin. Boah, unangenehm. Oh nein. Oh, zum Glück. Ich dachte, er steckt mich jetzt auch da rein. Okay, einmal versuche ich es noch, Leute. Dann brauche ich eine Pause. Ist nämlich schon wieder einer dieser heißen Tage in diesem Land. Wie ihr wisst, heiße Tage machen mir keinen Spaß. Es gibt Menschen, die erfreuen sich natürlich an heißen Tagen. Die haben dann meistens aber auch nichts zu tun. Und können deswegen heiße Tage genießen. Diesen Luxus besitze ich nicht. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken. Wo gehen wir dann hin? Wo gehen wir denn hin und für was brauchen wir den Schlüssel? Aber hier ist nichts. Warum? Zwei anscheinend. Ich finde dieses sehr unangenehm. Ne, der kommt jetzt schon wieder, oder was? Bin ich da rein? Oh Gott, sei Dank. Puh, okay, erstmal ganz entspannt, ganz locker. Hallo, hier ist niemand. Nö, nö. Kratz dich ruhig weiter an deinem richtigen Gesicht. Aber wenn er so eine Maske aufhat, dann frage ich mich, was ist da drunter? Okay, ich denke, er ist jetzt weg. Erstmal. Müllschacht. Naja, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Bis jetzt habe ich hier noch ob ich hier Müll oder in alten Schuhen, wo ich schon durchgekrochen bin.
eine Puppe. Naja, was ist denn hier? Das ist ein Stiefel? Hier ist so ein Pömpel. Komm, Pömpel. Da oben. Ich check das manchmal nicht, dass man an solchen Sachen hier halt klettern kann. Das ist der andere Idiot, ey. Ich mag das nicht. Ah ne, das ist derselbe. Aber ich verstehe nicht, warum verfolgt er mich dann und dann fängt er an hier zu spülen. Das ist doch total doof. Boah. Ich dachte, er kann sich nicht bücken. Oh, Mist. Okay. Sehr unangenehm. Schauen wir mal, wo wir rauskommen, Leute, denn wir machen jetzt hier eine klitzekleine Pause. Oh, wiederbelebt im Müllschacht. Naja, das ist doch ein guter Punkt. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder und vielleicht kommt noch irgendwas, wo ich mich doch vielleicht ein bisschen einköttel. Wer weiß das schon so genau. Ich hoffe natürlich nicht. Wir sehen uns dann. Macht's gut, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.